jetzt mal weg von der ganzen Problematik Israel-Palästina, mal weg vom Wahlkampffieber in Bayern und Hessen, denn mittlerweile haben sich die Patienten ausgeschwitzt, hin zu der Generation, die das irgendwann mal alles wieder aufbauen muss. Auf TikTok schwirrt da eine junge Dame rum und ich weiß nicht, ob sie da schauspielert oder ob ihr das ernst ist. Das Zweitere halte ich für nicht unwahrscheinlich. Die Dame beklagt sich über 32.000 Euro Einstiegsgehalt, was ein sehr ordentliches Gehalt ist für einen Einstieg, würde ich mal sagen. Sie beklagt sich über 30 Tage Urlaub im Jahr, dass das viel zu wenig ist. Sie beklagt sich darüber, dass viele Arbeitgeber Obst kostenlos im Büro anbieten und das Ganze ist ein Schauspiel ohnegleichen. Wer das mal mitverfolgen will, abseits von YouTube, der gehe auf meine TikTok-Seite und da könnt ihr das mal bewundern, denn ich habe mit der Dame ein Duett gemacht. Da bleibt einem eigentlich das Lachen im Halse stecken und man stellt sich die Frage, wow, wie geht das mit der Welt weiter? Wir haben jetzt schon Politiker, die vollkommen außerstande sind, die drängenden und dräuenden Probleme zu lösen. Wenn solche Leute dann mal in die Führungspositionen kommen, dann sage ich Gute Nacht, Marie.